Ja, Wahnsinn. Ja. Du hast die ganze Zeit von einer deutschen Seite berichtet. Jetzt haben wir den Genau. Charakterbogen gesehen. Ich glaube, das meiste weiß man jetzt erstmal so als Einsteiger, aber du hast ja gesagt, du hast nur eine Empfehlung, ne? Genau. Meine Empfehlung. Pathfinder ist komplett lizenzfrei, wie gesagt, online erhältlich, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich stelle nur die deutsche Sache vor, weil mein Englisch ist not the yellow from the egg, wie schon erwähnt. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Bildschirmübertragung. Seht ihr? Gut, wunderbar. Das ist die Seite prd.5footstep.de. Hier findet man Pathfinder-Referenzdokumente. Alle Regelwerke von Pathfinder, die bisher von den Machern hier übersetzt wurden, sind hier drin. Grundregelwerk, Expertenregelwerk, Ausbauregelwerk, Magie, Kampf, Völker, Kampagnen, Legenden, Klassen, Okkultismus, Intrigen, Alternativregelwerk für, wenn man mal ein bisschen anders spielen möchte, andere Regelbände, Spielleiterhandbuch, Ausrüstungskompendium, NSC-Kompendium, Abenteuerkompendium, Monsterhandbücher und noch mal den Index, weil, wenn ich im Grundregelwerk zum Beispiel mir die Zauberliste angucke, sehe ich nur alle Zauber aus dem Grundregelwerk. Gehe ich aber auf Index und auf Zauberliste, sehe ich alle Zauber aus allen Regelwerken zusammen. Das heißt, da habe ich eine Gesamtübersicht, wenn ich sage, oh, ich brauche Zauber. Aber wir fangen mit dem Grundregelwerk an, denn das ist das, was jeder Spieler natürlich braucht. Ne? Sagt der Motto, ey, ich will das spielen. Ja, Grundregelwerk. Alles andere ist erstmal egal. Hierbei ist natürlich das Kapitel Auf geht's ganz wichtig, weil hier wird erstmal überhaupt erklärt, was ist Pathfinder. Die allerwichtigsten Regeln, die Grundbegriffe, was sind Aktionen, Bonus, Erfahrungspunkte, Gesinnungen, Grad, was bedeuten die ganzen Wörter und auch, wie erschaffe ich einen Charakter und wie werden die Attributswerte ermittelt und so weiter und so weiter. Hier ist übrigens auch nochmal die Tabelle, was ich vorhin erklärt habe. 10 ist der normaler plus 0 Durchschnittswert. 8 und 9 ist minus 1, 6 und 7 ist minus 2, 4 und 5 ist minus 3. Also sprich der Wert, die linke Spalte und dann der Modifikator. Daraus entstehen übrigens bei Zauberklassen Bonuszauber. Wenn also jemand ein plus 1 auf sein Zauberattribut hat, ein Magier also mit einer Intelligenz von 13, kriegt er einen extra Grad 1 Zauber geschenkt pro Tag. Kann also einen Tag mehr zaubern, einen Zauber mehr am Tag. Heißt also, als Magier sollte ich meine Intelligenz grob boosten, damit ich irgendwann mal 2 Grad 1, 2 Grad 2, 2 Grad 3 und noch einen Grad 4er, 5er, 6er, 7er gratis oben drauf kriege auf meine Zauber. Also das Hauptattribut ist immer bei den Zauberklassen enorm wichtig und sollte immer schön auf Maximum gehalten werden. Dann wird hier nochmal die Attribute selber erklärt. Was ist Stärke, Geschick, Intelligenz? Könnt ihr euch ja alles durchlesen. Unter Völker, auch ein wichtiges Kapitel für Einsteiger, finde ich die Grundvölker, Elfen, Gnome, Halbelfen, Halborks, Halblinge, Menschen und Zwerge, mit den entsprechenden Volksmerkmalen. Zum Beispiel Elfen kriegen einen Plus auf Geschick und Intelligenz, dafür aber Minus auf Konsti, sind mittelgroß, haben die normale Bewegungsrate, haben aber Dämmersicht, das heißt, sie sehen doppelt so weit wie Menschen bei schwacher Beleuchtung. Sie haben plus 2 auf Wahrnehmung. Sie haben ein Bonus auf Zaubern bei bestimmten Magien. Sie haben eine Waffenvertrautheit. All das kann man hier halt nachlesen. Außerdem haben Elfen die Besonderheit, dass sie mit der Gemeinsprache und Elfisch starten. Manche Leute haben halt Gemeinsprache oder ihre Volkssprache. Elfen starten mit Gemeinsprache und Elfisch. Ich glaube, reine Orks, also nicht Halborks, sondern Orks, die können Gemeinsprache oder Orkisch wählen. Heißt, da muss man quasi später noch Sprachenkunde skillen, um sich die entsprechende andere Sprache noch dazu zu holen. Auch ein wichtiges Kapitel, Klassen. Denn Pathfinder ist ein klassenbasiertes System. Das heißt, die Klasse, die ich mir beim Start auswähle, gibt an, was kann ich überhaupt? Wähle ich einen Barbar, dann klicke ich hier rauf und sehe, der Barbar existiert für einziger Zorn, Kampf, kurze Beschreibung, was ist die Rolle und wie viel Startgold. Welche Gesinnung ist möglich? Jede nicht rechtschaffende, weil Barbaren sich ungern an Regeln halten. Trefferwürfel ist der W12. Das heißt, ein Barbar startet mit 12 Trefferpunkten und jede weitere Stufe würfelt er mit dem W12 aus. Hat Klassenfertigkeiten, zum Beispiel Akrobatik, Einschüchtern, Handwerk. Das ist dieses Kreuzchen, was ich hier erklärt habe, ne? Das kleine Kästchen, die Klassenskills. Und er hat 4 plus Intelligenzmodifikator an Fertigkeitspunkten pro Stufe. Jede Klasse hat eine Tabelle, die ansagt, was der Charakter pro Stufe hat. Der Barbar hat also auf Stufe 1 einen Grundangriffsbonus von plus 1, ein Reflex Wille 0 und ein Zähigkeit 2. Das ist das, was ich euch hier im Config erklärt habe. Das heißt,
würde hier Barbar stehen, ne? Warte mal, wir tragen mal ein. Bar. Bar. Zack. Okay, jetzt habe ich Caps Lock. Egal. Dann wäre er Stufe 1 und dann hätte ich einen Grundangriffsbonus von 1, einen Zähigkeitsbonus von 2 und einen D12 als Trefferwürfel. Genauso wie es hier steht. Haben wir es? D12 plus 2 Zähigkeit plus 1 Grundangriffsbonus. Ach so, und den 4er-Bonus auf Fertigkeiten habe ich vergessen. Und dann ist das quasi der Klassen, das Klassenzeug, was ich bei Stufe 1 eintrage. Wäre der Barbar Stufe 1, ist der Grundangriffsbonus 2, der Zähigkeitswert 3. Wichtig ist, das addiert sich nicht mit der Vorstufe, sondern das ist dann der neue Wert. Ne? Und natürlich kriegt man auch Spezialskills dazu. Vom Start weg hat der Barbar den Kampfrausch und eine schnelle Bewegung. Das heißt, er rennt einfach schneller, solange er nicht belastet ist. Jetzt steht hier nur das kleine Wörtchen schnelle Bewegung, aber man kann entweder raufklicken oder man scrollt einfach selbst runter, weil jeder Skill ist hier unten nochmal genau beschrieben. Zu Land ein Barbar als Völker üblich, er kann sich 3 Meter weiter bewegen. Dies gilt in leichter oder mittlerer Rüstung. Wenn er gar keine leichte oder mittlere Rüstung trägt und keine schwere Last mit sich führt. Wir wissen also daraus, aha, wenn ich eine schwere Rüstung trage oder eine schwere Last, dann verliere ich diesen +3-Bonus. Ne? Normalerweise kann ich mich 9 Meter weit bewegen. Barbar rennt also 12 Meter weit, ist also im Verfolgen schneller. Auch die anderen Skills werden alle im Detail beschrieben. Was machen sie? Was ist die Auswahlmöglichkeit? Alles, was im Grundregelwerk quasi drin ist, wird hier genau detailliert beschrieben und das auch für jede Klasse. Bei Zauberklassen gibt es zum Beispiel noch hier hinten Zauber pro Tag. Da sehe ich also, auf der Stufe 1 habe ich als Hexenmeister 3 Zauber, Grad 1 pro Tag. Ab Stufe 4 kriege ich gerade 2 Zauber hinzu, und zwar 6 Einser und 3 Zweier kann ich dort. Das würde also bedeuten, wenn ich ein Hexenmeister wäre, würde hier dann der der Grad 1 pro Tag und hier der Grad 2 pro Tag stehen. Und wenn ich einen erhöhten Charisma-Modifikator habe, weil Hexenmeister-Zauber über Charisma, kriege ich hier den Bonuszauber dazu, je nachdem, wie hoch mein Charisma ist. Und daraus ergibt sich dann hier hinten die vorbereiteten Gesamtzauber. Apropos, der hat hier einen Zauber zu viel gezaubert. Böser Junge. Auch hier gibt es Bonus-Skills und auch diese werden hier unten erklärt. Also quasi, wenn man eine Klasse spielen will, einmal komplett das Kapitel der ganzen Klasse durchlesen, damit man die versteht, weil jede Klasse ihre eigenen Besonderheiten hat. Nächstes Kapitel, Fertigkeiten erwerben. Da werden die Fertigkeiten nochmal in der Übersicht erklärt. Was sind die Fertigkeiten? Was mache ich mit denen? Die Grundklassen in Übersicht, was kriegen sie als Fertigkeitsbonus? Und auch nochmal, wie sich das errechnet. Ungeübt ist ein W20 plus Attributsmodifikator und Volksmodifikator, falls vorhanden. Bei einem Elf haben wir gerade gesehen, +2 auf Wahrnehmung. Wahrnehmung geht über Weisheit. Das heißt, wir wissen hier, ein W20 plus Weisheit +2, wenn ich ein Elf bin. Wenn ich aber geübt bin, natürlich die Fertigkeitsränge noch oben drauf, weil ich habe ja einen Punkt reingeskillt. Und wenn ich geübt und es eine Klassenfähigkeit bin, kommt der besagte +3 dazu. Das ist, wie erwähnt, hier vorne der ganze Kram. Der sonstige Sachen werden übrigens hier eingetragen. Also quasi, wenn der hier ein 11 wäre, ist er zwar nicht, aber wenn er eins wäre, würde die 2 hier hinten drin stehen. Bei Sonstiges, weil diese 2 von Sonstiges wird jetzt nicht auf die Gesamtränge verteilt, weil ja nur die Ränge hier vorne bei den Rängen sind. Seht ihr? Da eine 1 bei Ränge erhöht hier die Ränge. Bei Sonstiges erhöht es nicht die Ränge. Heißt, ich habe immer noch Ränge. Ja, da kommt der sonstige Bonus hin. Dann wird noch 10 nehmen und noch jemand anders helfen erklärt. Aber wir springen gleich zum nächsten. Beschreibung der Fertigkeiten. Jede Fertigkeit hat hier auch nochmal ein eigenes kleines Kapitel. In der Tabelle sehe ich, welche kann ich ungeübt benutzen, welches Attribut benutze ich für die einzelnen Fertigkeiten und welche Klasse hat es als Klassenskill. Hier sehen wir zum Beispiel, Handwerk hat jede Klasse als Klassenskill. Der Barbar, der Barde, Druide, Hexenmeister, Kämpfer, Kleriker, Magier, Mönch, Paladin, Schurke, Waldläufer haben alle Handwerk. Aber zum Beispiel magischen Gegenstand benutzen hat nur der Barbar? Ach nein,
Barde. B-A-R ist ja Barde. Der B-R-B ist der Barbar. Aha. Der Barde, der Hexmeister und der Schurke haben magischen Gegenstand benutzen als Klassenskill. Wenn ich jetzt wissen will, was die Skills machen, auch wieder ganz simpel verlinkt. Akrobatik, klicke ich drauf und schon sehe ich, aha, hier gilt der Rüstungsmalus, falls vorhanden. Du hältst dich Gleichgewicht halten und so weiter. Oberflächenwurf mit Hilfe dieses Fertigkeitswurfes kann ich. Und dann hat man hier auch noch Besonderheiten. Situationsmodifikatoren, Weitsprung, Hochsprung. Das heißt, die Fertigkeit wird hier auch noch mal im Detail erklärt. Jeder, der Pathfinder spielen möchte, dem empfehle ich, alle diese Fertigkeiten einmal durchzulesen. Weil, damit ich überhaupt weiß, was mache ich damit? Ne? Wofür verwende ich Akrobatik? Wofür verwende ich Einschüchtern? Was kann ich damit machen? Weil wenn man das nie gelesen hat, weiß man zum Beispiel nicht, dass ich mitten im Kampf demoralisieren kann. Als Standardaktion kann ich hier demoralisieren, habe als Schwierigkeit 10 plus Trefferwürfel plus Weisheitsmodifikator des Ziels, also vom Gegner. Und wenn ich den Wurf schaffe, ist der Gegner eine Runde erschüttert. Auch hier schön, es ist alles verlinkt. Wenn ich also nicht weiß, was heißt denn erschüttert, klicke ich drauf und sehe, ah, ein erschütterter Charakter erhält -2 auf Angriffs-, Rettungs-, Fertigkeits-, Attributswürfe und weiß, aha, was passiert da bei erschüttert. Also sprich, in diesem Regelwerk ist das ja alles hübsch verlinkt, wodurch man relativ leicht intuitiv nachgucken kann, ach, warte mal, was ist denn das hier, was ist das hier, klickt man halt einfach drauf. Talente. Wir gehen ganz kurz zu Klassen. Hier unten gibt es nämlich eine hübsche Tabelle. Diese Tabelle kriegen alle Charakter. Das heißt, egal ob ich ein Hexmeister oder Barbar oder sonst da was bin, ich kriege auf Stufe 1 immer mein erstes Talent geschenkt und jede ungerade Stufe, auf Stufe 7, auf Stufe 9, auf Stufe 11, kriege ich ein weiteres Talent. Jede vierte Stufe übrigens kriege ich einen Attributspunkt. Das heißt, ich kann meine Attributswerte im Nachhinein auch nochmal um einen kleinen Punkt erhöhen. Bis zu 5 Punkte kann ich darauf packen am Ende. Also nicht addiert, sondern dann da der erste, dann der zweite, der dritte. Ne? Also am Ende sind es insgesamt 5 Punkte, die ich verteilen durfte. Rest muss ich über magische Ausrüstung machen. Die Talente. Die Talente finden wir hier. Und hier finden wir einmal nochmal eine grobe Erklärung. Was sind Talente, Voraussetzungen, Kampftalente, kritische Talente, bla bla bla. Das ist alles so die Erklärung. Was sind Talente? Und ganz unten finden wir die Tabelle. Da haben wir die ganzen Talente mit ihrer Art, ob es ein Kampftalent ist, Gemeinschaftstalent ist oder ein Allgemeintalent ist, mit einer Kurzbeschreibung, was macht das Talent, mit einer Voraussetzung, hier zum Beispiel Charakterstufe 7. Wissen wir also, ah, anführen darf ich erst mit Charakterstufe 7 skillen. Und hier sehen wir auch, es kommt aus dem Grundregelwerk. Wenn ich nämlich nicht hier im Grundregelwerk drin bin, sondern auf dem Index, Talente-Index bin, dann sehe ich, dass nicht mehr Abhärtung ganz oben steht, Grundregelwerk, sondern plötzlich Aasfresser. Das ist natürlich alles alphabetisch. Und Aasfresser kommt aus dem Ausbauregelwerk drei Völker. Ist auch nur für Tengus, also einem besonderen Volk, möglich. Die Kurzbeschreibungen, wie der Name es schon sagt, sind nur kurze Beschreibungen. Ne? Wenn ich aber draufklicke, öffnet sich automatisch die Seite für Aasfresser und da habe ich exakt drin. Wie viele Müllsammler verträgst du Lebensmittel, die schwächere Kreaturen krank machen würden? Voraussetzung Tengu. Vorteil. Du kannst deinen Volksbonus von +2 auf Rettungswürfe gegen Krankheiten oder eingenommene Gifte, aber nicht gegen andere Giftarten, also Verwundung oder Kontaktgift, verwenden. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst, um für dich Nahrung zu finden. Heißt also, hier ist genau erklärt, was macht dieses Talent? Wofür brauche ich es? Und das kann man dann entsprechend, wo habe ich es? Im Charakter unter Talente eintragen, indem ich sage, ich nehme ein neues Talent, Aasfresser, und kann dann sagen, ach, das war ein, was war es jetzt? Moment. Ach, ein Allgemeintalent, keine Art. Kurzbeschreibung, da könnte ich jetzt einfach sagen, ich nehme, wo ist sie? Zack, diese Kurzbeschreibung, Copy-Paste, hau sie hier rein. Dann kann ich sagen, okay, Vorteil nehme ich auch, Copy-Paste, Vorteil und bei Anforderung, Tengu, Copy-Paste, Tengu, zack. Und schon habe ich dieses Ding ausgefüllt, kann es schließen. Und wenn die SL fragt, warte mal, was hast du da? Klicke ich drauf und wir sehen sofort, aha, da sind die ganzen Beschreibungen drin. Einfach mit Copy-Paste rüberziehen, fertig. Und wenn ich bei meinen Rettungswürfen hier nochmal kleiner
Zusatz. Ich kann jetzt sagen, dieses plus 2 auf Rettungswürfe gegen Krankheiten eingenommene Gifte. Copy-Paste. Das nehme ich bei der Zähigkeit und mache das auch hier in die Notizen rein. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal sagen, ah, ich habe Aasfresser und deswegen würfel ich Zähigkeit, sondern ich drücke einfach Zähigkeit und sehe automatisch plus 2, wenn es Krankheiten Giften sind. Heißt also, ich kann das alles hier ganz simpel und einfach mit Copy-Paste aus dem Regelwerk einfügen und auch mit dem Schloss wieder löschen, weil der Charakter hat das natürlich nicht, ne? Nicht, dass sich mein Spieler am Donnerstag wundert, warum hat mein Charakter die Skills? Ja, wir sehen bei den Talenten übrigens unten, es gibt 1506 Talente, also unglaublich viele. Wenn ich aber sage, ich habe Kampf mit 2 Waffen und ich möchte jetzt nur alle Folgetalente von Kampf mit 2 Waffen machen, kann ich bei den Voraussetzungen hier unten Kampf mit 2. Und schon gibt er mir alle Talente, die Kampf mit 2, in dem Fall Waffen, als Voraussetzung haben. Somit kann ich quasi gefiltert nachgucken, ich möchte besser im Kampf mit 2 Waffen werden. Was kann ich denn hier noch skillen? Zum Beispiel Doppelschnitt oder doppelte Verzauberung oder Finte mit 2 Waffen. Da kann man sich dann stundenlang durchlesen. Wenn man das rausnimmt, zack, ist es sofort wieder aufgehoben. Man kann natürlich auch sagen, ich lasse mir 25 Talente untereinander anzeigen, dann muss ich nicht hier so oft auf die nächste Seite klicken. Ja, das soweit zu Talenten. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Ausrüstung. Auch hier, naja, ihr findet hier alles, ne? Es wird alles beschrieben. Auch das solltet ihr euch durchlesen. Einmal weitere Regeln ist auch sehr wichtig fürs Spielen, um zu verstehen, was ist Gesinnung. Und hier findet ihr auch Alterskategorien von Elfen. Zum Beispiel, Elfen gelten erst ab 110 Jahre als erwachsen. Wenn ich einen Barbar spiele, der Elf ist, würfel ich 4W6 und bin dann halt entsprechend alt. Kann man aber auch hier auf der Seite übrigens alles auswürfeln lassen. Das heißt also, hier sind extra Auswürfelsachen mit drin. Hier unten finde ich die Traglast-Tabelle, wo ich entsprechend meiner Stärke gucken kann, wie hoch ist meine Traglast und so weiter. Ne? Lest euch durch. Ganz wichtig, Kampf. Eines der wichtigsten Kapitel überhaupt, weil woher soll ich wissen, was ich im Kampf kann, wenn ich das System von Pathfinder im Kampf gar nicht verstehe? Deswegen sage ich meinen Spielern immer, Kampf ist das Kapitel, was jeder einmal komplett durchgelesen haben sollte, um einfach zu verstehen, wie setzt sich die Rüstungsklasse zusammen? Woher kommt der Angriffsbonus? Was ist ein Ringkampf? Was provoziert Gelegenheitsangriffe? Was ist überhaupt ein Gelegenheitsangriff? Was sind eine volle Aktion? Was ist eine Standardaktion? Was ist eine schnelle Aktion? Was ist das alles, ne? Sonst kommt man in den Kampf und stellt fest, ich greife an, oh, ich kann ja nur angreifen. Nee, du kannst auch noch ganz viel mehr. Das steht alles in dem Kapitel Kampf. Das Kapitel Magie ist ausschließlich für Zauberkundige. Sprich also, für Einsteiger empfehle ich immer, spielt keinen Zauberkundigen. Weil ihr müsst halt ein Kapitel mehr lesen als die anderen. Ne? Also wenn ihr keinen Bock auf ein zusätzliches Kapitel habt, nehmt einfach einen Krieger, Mönch, irgendwas, was nicht zaubern kann. Dann spart ihr euch ein gesamtes Kapitel, das ihr quasi einmal durchgehen müsst. Und entsprechend auch die Zauberlisten, wo halt die gesamten Zauber einmal komplett aufgelistet sind. Hierbei wollte ich euch noch einmal kurz zeigen, wenn ich einen Zauber habe, dann sehe ich auch hier, wenn ich draufklicke auf den Zauber, Schule, Grad, Zeitaufwand, Komponenten, Reichweite, bla. All das, was ich euch vorhin schon hier bei Zaubern gezeigt habe, da gibt es auch Schule, Grad, Geschwindigkeit, also Zeitaufwand, Komponentenreichweite und so weiter. Auch dies ist ganz einfach zu übertragen mit Copy-Paste. Ne? Ich nehme das hier, ich kopiere das, ich füge das hier ein und kann einmal so komplett den ganzen Zauber hier reinkopieren, sodass man am Ende den gesamten Zauber von allen ausgefüllt hat. Das ist eine kleine Copy-Paste-Arbeit, das dauert pro Zauber ungefähr eine halbe Minute. Wenn man all seine Zauber trägt, ist man zwar eine Stunde beschäftigt, aber dann hat man im Nachhinein, wenn man spielt, nie wieder das Problem, dass man nach den Zaubern nachgoogeln muss. Sondern man klickt drauf und hat alle Werte des Zaubers sofort drin. Also empfehlenswert, tragt eure Zauber ein. So, das war's im Grunde schon. Einmal noch für Spielleiter, Spielleiten und Umgebung, ganz wichtig. Bei Umgebung findet ihr zum Beispiel Fallen, Wetterbedingungen, Wildnis, Beispiele für Ebenen Umwelt. Ziemlich schöne Sache. Auch natürlich aber das Regelwerk Spielleiterhandbuch. Und was ihr bei Spielleiten findet, das finde ich auch sehr schön,
ist hier der sogenannte Schatzgenerator. Ich kann also sagen, meine Spieler haben gegen ein Feenwesen eines HG3s gekämpft und finden eine Schriftrolle Seil beleben, auch direkt mit Verlinkung auf den Zauber, und sie finden auch Edelsteine und Goldmünzen im Wert von 43 Gold- und Silbermünzen. Heißt, ihr habt hier einen automatischen Schatzgenerator drinne, wodurch ihr ganz schnell sagen könnt, hier, warte mal, der hat dabei, zack, und schon habt ihr, ne, da muss sich der Spieleleiter nicht lange ausdenken, sondern klickt einfach ein paar Mal drauf, bis er zufrieden ist mit dem, was da rauskommt, Humanoid zum Beispiel. Wenn er sagt, okay, der muss eine Waffe getragen haben, zack, Streitaxt, hat eine Streitaxt gedroppt. Ne? Auch toll, Entschuldigung, jetzt wird es doch ein Stück länger, unter Index findet man noch Hilfsprogramme und da findet man den Zufallsbegegnungen. Auch eine schöne Sache, da kann man sagen, ich bin auf einer endlosen Steppe. Meine Spieler sind Stufe 5, generieren. Gewürfelt 115, ein Löwe, HG3, gibt so viel EP. Und automatisch kann ich hier auf Löwe klicken und habe sofort das Tier mit drin. Also ist alles verlinkt. Ich kann als Spieleleitung extrem einfach und schnell Abenteuer erstellen, indem ich mir die ganzen Sachen einfach random raussuche. Also so mache ich zum Beispiel bei meinen Spielern. Ne? Wenn meine Spieler in einem Wald sind, gehe ich hier auf Unheimlicher Wald. Meine Spieler sind aktuell Stufe 7, klicke ich drauf und habe sofort, zack, okay, Wurzelmännchen sind doof, Waldbrand, direkten Waldbrand. Und dann weiß ich, aha, was ist der Waldbrand, wie schnell breitet er sich aus, wie viel Schaden macht er und so weiter. Also man hat sofort Gefahren, einfach direkt per Hand, ohne sich großartig was ausdenken zu müssen. Das ist übrigens eine Sache, die ich bei Pathfinder besonders gut finde, dass sie unglaublich viele Zufallslisten haben, die quasi dir so ein bisschen Arbeit abnehmen, indem du sagst, oh, warte mal, was nehme ich? Da klickst du auf den Zufallsknopf und zack, ist dein Gegner da. Und wenn du mit dem nicht zufrieden bist, klickst du noch zweimal drauf, bis du sagst, ah, Baumhirte, den nehme ich. Und schon hast du hier einen Baumhirten.